Romeo 1 hier, Romeo 2. Burnout abgeschlossen. Over. Komm schon. Waren wir das? Junge! Okay, hier ist nichts. Gut gemacht. Oh, was haben wir denn hier? Ah, Tatsche. Keine Waffen. Wir müssen uns beeilen. Los! Mach doch! Ah, okay, ich muss mich reinhacken, oder? Hack sie von hier. Komm schon. Was zum Teufel erwartet uns hier? Das ist Sals Heimatfront. Sie haben hier etwa ein, vielleicht zwei... Und die Seth? Vergiss sie, Matt. Die Aliens sind erledigt. Das müsstest du inzwischen wissen. Okay. Wenn du meinst... Wir haben eine Vorahnung gesehen. Das war doch gerade... Tatsächlich. Psycho. Was haben wir hier? Ein Durchgang. Obwohl das... Diese Kette. Okay, hier geht's nicht durch. Vielleicht nachher. Wo ist der denn hin? Okay, und los. Oh, Muni. Sehr gut. Ah, das soll wohl ein Scherz sein. Komm schon, Psycho, gehen wir! Zeig mir dein Gesicht. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht! Psycho, gehen wir! Ich finde dich. Scheiße, ich finde dich! Ganz locker bleiben. Man ist wach, wenn sie einen rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Ich weiß, du wirst dich rächen, aber wir müssen weiter. Ach, Scheiße. Komm schon. Na, endlich. Gehen wir. Wird doch Zeit, dass du dich wieder fängst. Mach die Tür auf. Okay, ich geb dir Deckung. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Okay. Wie du meinst. Geh du aufs Dach. Alle 6 Uhr. Aber Sniper nicht, bevor ich dir... Ein Befehl dafür geben. Mann. Eine Menge Leute hier. Und ich bin nicht eingeladen zur Party. Oh Mann. Okay. Dann gehen wir mal auf die Jagd. Los geht's. Als erstes die Treppen nach oben. Die Frage ist jetzt: Knipse ich alle aus? Leise und heimlich? Dass Psycho vorbeikommt, oder töte ich nur ein oder zwei Stück? Das ist hier die Frage. Ciao. Okay, der hat nichts bemerkt. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Da kommt auch schon wieder einer. Alles klar. Schauen wir uns mal weiter die Gegend an. Mist. Mist. Der kommt. Und der auch. Verdammt. Oh, das wird eng. Shit. Komm schon, hau ab. Guter Junge. Gut, jetzt muss ich schnell sein. Erst du. Ich mich erst aufladen. Da kommt auch einer. Ich sehe die Leiche nicht. Da kommt er. Manches. Niemand hat was bemerkt. Gut. Okay, okay.
Okay, okay. Hier sind noch 4 Stück. Der läuft zurück. Der läuft vor. Alle Notfallprotokolle behalten bis zur Aufhebung der Sturmwarnung Gültigkeit. Okay, ich habe eine Idee. Ich hoffe, der sieht die nicht. Mist, ich habe einen Pfeil verschossen. Das ist schlecht. Okay. Wenn der jetzt wieder zurückkommt. Scheiße. Ich wurde gesehen. Ganz ruhig, da ist nichts. Woo. Ja, wie konnte der mich sehen? Übertrieben, Mann. Die sehen dich ja durch Minischlitze. Vor allem noch bei diesem Regen. Bye bye, Freundchen. Erledigt. Okay, da unten ist er. Vielleicht kann ich das auch ausknipsen. Weil niemand hat was bemerkt. Gut, nur noch die 2. Warum reagieren die nicht auf die Leiche? Ihr versteckt euch. So ist das also. Kein Problem. So, erstmal meine Pfeile wiederholen. Aha. Schau sie dir an, wie sie da hauen. Das war's. Der Weg ist frei. Ah, die nehme ich mit. Sehr schön. Richtig gut. So kann's weitergehen. So, ein Pfeil nach dem anderen. Einen habe ich leider verschossen. Ah, nee, doch nicht. 7. Wo ist die 8? Das stimmt, da hinten. So, alle 8 Pfeile wieder. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Kisten. Nein. Okay. Ah, eine Waffenkiste. Okay. Alles klar, nehmen wir Muni mit. Dann geht's weiter. Das war jetzt richtig leise. Schauen wir mal, was uns hier an dieser Tür erwartet. Geht's. Eins. Komm, komm. 2. Niemand zu sehen. Warte, ich bin gleich da. Scheiße, Planänderung. Kriegst du das von deiner Seite aus wirklich hin? Vergiss es. Ich brauch keinen scheiß Taucheranzug. Natürlich. Ist alles sauber. Keine Komisch. Ich werde gescannt. Wieder keine Waffe. Die Türen schließen sich. Alles klar. Die Tür lässt sich öffnen, die nicht. Geh weiter, wir treffen uns weiter vorne wieder, okay? Roger. Rücke vor. Alles klar. Sieht aus wie ein Bohrer. Von den Seth. Das können die Cell niemals gebaut haben. Obwohl Cell draufsteht. Okay. Munitionskiste und eine Menge Wärmesignaturen. Sind nicht einfach. Wir könnten uns natürlich hier durchkämpfen, aber es ist nicht mein.
da Alice lieber durchschleichen. Wir kommen auch so an unser Ziel. Okay. Probieren wir es mal. Los geht's. Psycho, nähere mich nächstem Sektor. Psycho? Ja. Verstanden. Was war das denn? Stühle. Interessant. Mal, woher weiß der das? Man darf nicht mal rumlaufen. Sofort. Hört ihr das? Und dann. Mit einem kleinen Kopf. Oder in der Brust. Im Kopf. Gut, so kann man sie eigentlich auch locken, aber dann sind alle aufgeschreckt. Alle zielen sie schön mit der Knarre auf mich. Oder auf diese Richtung. Beruhigen sich gar nicht mehr. Na gut. Dann muss mal Prophet vorbeikommen für eine kleine Beruhigung. Tschüss. Oh oh. EP. Nett, sehr nett. Aber zum Glück bin ich hinter einer Mauer. Ich muss echt aufpassen. Ist gar nicht einfach hier zu schleichen. Ja, ja. Später. Jetzt nicht.
Okay. Mein Ziel ist aber oben. Also muss ich gleich wieder nach oben. Aufladen. Mann, da kommen sogar mehr, wenn sie mich entdeckt haben. Sie böse. Wir haben ihn verloren. Nein, ich kann nicht. Ich kann den nicht killen. Kann ich dich jetzt killen? Oh, mit dem Bogen. Achtung, DLP! Okay, räumen wir auf. Schnauze voll. Was können wir denn da draufschrauben? Nichts. Jetzt will ich auch ein bisschen Action. Muss auch mal sein. Willst du versteckt spielen? Komm raus! Boah, was? Ja! Was für eine Logik. Hoffentlich findet er keine Leiche. Gut. Sehr gut. Jetzt nichts wie nach oben. So. Erstmal wieder aufladen. Da drüben sind meine Pfeile. Gut. Bin gleich da. Hier bin ich auch durchgekommen. Pfeile, Pfeile. Auf der Seite. Sehr schön. Jawohl, ja. Neue Pfeile. 6 Stück. Nicht schlecht. Okay. Jetzt weiter. Psycho, ich bin durch. Ja, verstanden.
Aha. Wir treffen uns am Aufzug des Turms. Zwei Wachen. Oh, ein Geschützturm. Da kommt mir eine Idee. Nein, wir wollen es hacken. Zu weit weg. Ich muss näher ran. Okay, Signalstärke ist größer. Eins. Komm. Zwei. Drei. Und vier. Bye bye. Sehr schön. Okay. Ah, die Waffe nehme ich mit. Okay. Ist besser. Okay, ich weiß nicht, ob es das war, aber ich glaube nicht. Ich muss mich hier schon wieder reinhacken. Das ist ja. Okay. Eins und zwei. Haben die jetzt von hinten oder was? Achso, Psycho war das. Mach doch nicht immer so einen Lärm, Psycho. Ach, du bist das. Okay. Ich sehe ja den. Ah, etwas zum Mitnehmen, das ist doch gut. Okay. Sobald wir drin sind, stoßen wir zu meinen Leuten. Du hast neuerdings Leute. Du kennst mich. Ich war schon immer ein Teamplayer. Okay. Ich gehe nirgends hin, bis du mir ein paar Antworten gibst. Ja, ich erinnere mich. Die meisten sind Schuldsklaven. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Man hat keine Wahl. Es sei denn, man kämpft. Hm. Hier. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. Was denn? Oh, du musst die Jalousien erst hochmachen, ne? Mach mal. Willkommen in New York. Version 2.0. Wahnsinn. Was haben Sie getan? Was war denn? Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Cell, Sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen Ihr globales Energienetz über eine einzige Ceph-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Cell. Ganz einfach. Nein, der Alpha-Ceph hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu, während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Egal, was sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Ein riesiger Spielplatz für mich. Intakt. Initialisiere Endgeschwindigkeit. Verstanden, Romeo 1. Sie haben es geschafft. Willkommen in der Hölle. Der Liberty Dome soll eine Ceph-Bedrohung isolieren. Sie sind also im Vorteil. Cell ergreift bereits erste Gegenmaßnahmen. Sie haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Der markierte Bereich ist noch sicher. Nur minimale Bodenaktivitäten von Cell. Aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause, Romeo.
würde ich mal sagen. Keine Zeit verlieren.